Herzlich willkommen hier im Forum Stadtpark am zweiten Tag des Elevate Festivals. Herzlich willkommen auch an all unsere Zuhörerinnen auf Radio Helsinki und via OKTO.tv und dem Elevate Media Channel. Herzlich willkommen zur Veranstaltung Elevate the Socio-Ecological Crisis, Socio-Ecological Transformation, die sozial-ökologische Transformation. Mein Name ist Josef Obermoser, ich bin hier im Forum Stadtpark für die Sparte Gesellschaftspolitik zuständig und seit 2006 auch im Team, das das Diskursfestival, das Elevate Festivals organisiert. Und habe auch mitgewirkt an der Gestaltung des heurigen Programms. Und ja, wir werden uns jetzt hoffentlich in den nächsten eineinhalb Stunden auf eine sehr spannende gemeinsame Reise begeben in das weite Feld eben dieser besagten sozial-ökologischen Transformation. Was das genau ist, wird eingangs auch Uli Brandt, Politikwissenschaftler, genauer definieren. Ich würde vielleicht einmal ein paar Schlagwörter nennen, die wichtig sind. Klimawandel als ganz entscheidender Faktor für die Entwicklung, die wir in Zukunft erleben werden. Ressourcenverknappungen, da vielleicht das Stichwort Big Oil und Big Everything, Probleme der industriell-kapitalistischen Landwirtschaft und so weiter. Wie gesagt, in den nächsten eineinhalb Stunden werden wir unter anderem sprechen mit Uli Brandt, mit dem sehr spannenden, führenden Klimaaktivisten und aktuellen Alternativnobelpreisträger Bill McKibben, mit Biobäuerinnen, mit einem lokalen Aktivisten, mit einer Aktivistin aus Deutschland und viel mehr. Und es gibt auch Videozuspielungen und mit der ersten möchte ich als Einstieg gleich beginnen. Das sind Ausschnitte aus drei Teaser-Videos vergangener Festivals, der Ausgaben 2009, 2010 und 2011, die sich mit themenrelevanten Aussagen beschäftigen. Next generations and the generations after that. Because many of these things that we're doing today cannot be brought back out of the environment. And that's what makes it so important to bring this message.저항은 정치가 아니라 문화입니다. 어떤 것에 대한 저항이 아니라 자기 자신이 하나 어떤 것을 만들어야 되죠. As the world has modernized, the social nature of things is going to be done virtually. The next magical medium is the virtual world. So you kind of get this group-generated consciousness. Our dreams will be programmed by each other. Of course, there's a price to be paid for that. What kind of a future? Okay, soweit als Einstieg diese Videos. Ich glaube, wir haben Uli Brandt als Nächsten auch schon so gut wie in der Leitung. Ich stelle ihn vielleicht inzwischen noch vor, bis wir die Verbindung herstellen konnten. Wie gesagt, er ist Professor für internationale Politik an der Uni Wien. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Globalisierung, politische Ökonomie, Umwelt- und Ressourcenpolitik und gesellschaftliche Naturverhältnisse. Hallo Uli. Hallo, grüß dich Seppi. Hallo zusammen. Uli, vielleicht springen wir gleich in die Mitte des Geschehens. Kannst du uns vielleicht kurz eine Definition geben? Wie siehst du das mit der sozial-ökologischen Transformation? Was bedeutet sie deines Verständnisses nach? Und was sind so die Knackpunkte in unserem Verhältnis zur Natur, in den sogenannten gesellschaftlichen Naturverhältnissen? Na, erstmal hallo zusammen und herzlichen Glückwunsch zum 10. Elevate Festival. Dankeschön. Freue mich, dass ihr da seid und vielen Dank auch an die Organisatoren und Organisatorinnen. Eine Definition im engeren Sinne, glaube ich, gibt es nicht, sondern es ist ein Begriff, der einerseits analytisch verwendet wird und andererseits normativ.
Analytisch heißt, bürgerliche, kapitalistische, moderne Gesellschaften transformieren sich immer. Sie sind immer in Bewegung, sie müssen sich verändern. Und was sind die Logiken der Veränderung? Sind es kapitalistische Logiken, patriarchale, imperiale? Oder sind es Logiken, die auf Solidarität basieren, auf Austausch, auf Gegenseitigkeit? Das möchten wir hervorheben mit der analytischen Dimension von sozialen und ökologischen Transformationen. Es bedarf anderer Logiken als die eben imperialen, patriarchalen, kapitalistischen. Und normativ ist damit bereits angezeigt, es soll andere Naturverhältnisse geben, es soll andere gesellschaftliche Verhältnisse geben, die eben nicht auf Ausbeutung basieren, auf Zerstörung, auf Spaltung, auf Polarisierung. In diesen zwei, ich sag mal, auf diesen zwei Ebenen bewegt sich der Begriff. Vielleicht machen wir noch einen kleinen Schritt zurück. Vielleicht kannst du uns kurz zusammenfassend ein bisschen beschreiben, was du so siehst, dass die entscheidenden Entwicklungen, wenn es um Ökosysteme geht, um unsere Gesellschaften, um den Zustand, um den sozial-ökologischen Zustand des Planeten. Na, der Begriff der sozial-ökologischen Transformation fügt sich erstmal ein und versucht genauer zu verstehen, was macht den multiplen Charakter der Krise aus. Also es geht nicht nur klassisch um Umweltfragen, sondern es geht darum, den Zusammenhang von Wirtschafts- und Finanzkrise, von sozial-ökologischen Fragen, von Fragen der Reproduktion, der Nord-Süd-Spaltung in den Blick zu nehmen. Nicht umsonst ist die Transformationsdebatte losgegangen unter dem Label von großer Transformation, allgemein Transformation, nach 2008 in der Krise. Im Bereich der UNO-Organisation wie UNEP, der WBGU, der Beirat für globale Umweltfragen der Bundesregierung hat ihn aufgenommen. Also es ist nicht nur der Zustand der Umwelt, sondern es ist weiterhin schon die Zerstörung von globalen Ökosystemen. Klimawandel ist natürlich am deutlichsten, Regenwälder und anderes. Aber es geht eben auch darum, dass der neoliberale Kapitalismus andere Systeme zerstört hat oder weiterhin zerstört. Probleme der sozialen Reproduktion, Probleme von gemeinsam. Das will der Begriff erstmal hervorheben. Was die ökologischen Probleme im engeren Sinne angeht, glaube ich, haben wir zwei Entwicklungen. Auf der lokalen und regionalen Ebene können wir durchaus in Europa in den letzten 30, 40 Jahren auch Verbesserungen spüren. Das sollten wir auch nicht unterschätzen. Die Flüsse sind wieder sauber geworden, die Luft ist besser geworden. In Osteuropa hat sich nach 89 viel verändert. Ich bin gerade in Jena im Forschungskolleg Postwachstumsgesellschaften und man merkt in Jena, dass es irgendwie sich in den letzten 20 Jahren entwickelt hat. Aber die globalen Veränderungen, wie gesagt, Klimawandel, die Übernutzung von biologischer Vielfalt, da gibt es eher eine Unkontrolliertheit, da geht es nicht weiter und deshalb versucht der Begriff der sozial-ökologischen Transformation eben nicht nur auf der lokalen und regionalen Ebene anzusetzen, wichtig genug, sondern eben auch auf der internationalen Ebene. Da gibt es bisher keine Mechanismen, um die globale Zerstörung eben von Umweltsystemen, aber auch von Volkswirtschaften zu stoppen. Danke. Vielleicht kannst du noch mal kurz beschreiben, die herrschenden Eliten, die halt nach wie vor sehr stark an den Machthebeln überall in allen Ebenen und Institutionen sitzen, haben ja bestimmte Methoden, diese Krise jetzt zu bearbeiten. Meines Empfindens nach setzen sie halt nach wie vor hauptsächlich auf technologische Lösungen, auf marktbasierte Lösungen, auf Wachstumsstrategien. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen einen Überblick geben und deine Einschätzung mit uns teilen. Mhm. Na, erstmal gibt es eine, glaube ich, auch eine Verunsicherung der Eliten. Das wird nicht immer zugegeben, aber wenn man auf das Weltwirtschaftsforum nach Davos blickt, wenn man ihn bis heute in den Wirtschaftsteil, beispielsweise in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung blickt, noch stärker im Feuilleton, im Kulturteil, gibt es durchaus Suchprozesse. Aus meiner Sicht gibt es eine ganz starke Strategie, das, ich nenne es mal Business as usual, also Augen zu und durch, neoliberale Politik in Europa ganz stark über Austeritätspolitik formuliert, Wachstumsorientierung. Das ist weiterhin die dominante Politik. Die zweite Strategie würde ich als, oder nicht nur ich, sondern bezeichnen viele als grüne Ökonomie, also ein Versuch, die Wirtschafts- und Finanzkrise und die ökologische Krise dahingehend zusammenzubringen, dass ja investiert wird, um die ökologische Krise zu bearbeiten. Das ist sozusagen unter den Begriffen von grüner Ökonomie, grünem Wachstum sehr stark verhandelt. Ich würde sagen, es ist weitgehend der Versuch einer ökologischen Modernisierung des Kapitalismus. Es wird an den selbstgesetzten Ansprüchen scheitern, weil es zwar partiell zum Umbau des Energiesystems führen wird, aber die grundlegende ausbeuterische, zerstörerische Dynamik von globalem Kapitalismus wird es nicht
sozusagen ja, begrenzen. Eine dritte Variante, könnte man sagen, sind die ganz starken jetzt Entwicklungsmodelle in Ländern, die sehr stark auf Industrialisierung setzen, in Ländern wie China, ein Stück weit Indien, in Lateinamerika kann man das gut beobachten, die damit einhergehen, Stichwort Hongkong. Ich war vor 2 Wochen in Ecuador, wir haben eine Forschungsgruppe, die sich sehr stark auch mit den Perspektiven der progressiven Regierung beschäftigt. Diese Entwicklungsmodelle sind tendenziell autoritär. Das können wir gerade in Hongkong besichtigen. Also Entwicklungsmodelle, die eher auf traditionelle Wachstums- und Industrialisierungsstrategien setzen, die aber dann von der Bevölkerung sozusagen ja, Protest erzeugen, einerseits was die ökologischen Implikationen angeht, was die demokratischen Implikationen angeht und tendenziell die Antworten autoritär sind. Das kann man auch sehr stark gerade in Bolivien, in Ecuador und anderen Ländern beobachten. Naja, und eine weitere Strategie, das ist sozusagen der Debattenkontext der sozial-ökologischen Transformation, besteht darauf, einerseits nicht soziale und ökologische Fragen zu trennen, also nicht zu sagen, wir müssen erst die Welt retten, das ist die sozusagen, ich sag mal, die grüne Perspektive, oder wir müssen erst Wachstum und Verteilung schaffen, das ist die keynesianische, sozialdemokratische Perspektive, sondern systematisch soziale und ökologische Fragen zusammenzubringen und auf etwas zu beharren, was in der aktuellen Diskussion kaum präsent ist, nämlich das Projekt der Emanzipation, das Projekt von Befreiung, das Projekt von gutem Leben. Also die herrschenden Eliten haben einen Krisendiskurs, der sagt, wir müssen ganz kurzfristig handeln. Wir dürfen die herrschenden Logiken, Stichwort eben kapitalistische Investitionen, Stichwort die bestehenden Staaten, nicht in Frage stellen. Wir haben gar keine Zeit dazu. Wir müssen ganz schnell handeln im Rahmen der bestehenden Institutionen. Und ich sag mal, der Gegendiskurs, der alternative emanzipatorische Diskurs und auch die politische Strategie würde darin bestehen, dem nicht zu vertrauen, dem Kapital nicht zu vertrauen, den Staaten nicht zu vertrauen, sondern andere Ansätze zu suchen, um eben sozial-ökologische Veränderungen voranzutreiben. Okay, das ist, da würde ich meine nächste Frage, die ich hier notiert habe, auch gleich anschließen. Was wären diese alternativen Ansätze? Vielleicht wäre interessant, wenn du ein bisschen eine Südperspektive einnehmen könntest, nachdem wir ja sehr norddominiert von der Zusammensetzung der heutigen Teilnehmerinnen sind. Was fordern die sozialen Bewegungen oder vielmehr, welche Vorschläge haben Sie, um diese Krise zu bearbeiten und in eine lebenswertere Zukunft zu kommen? Na, erstmal ist, glaube ich, wichtig festzuhalten, dass es nicht den Masterplan gibt. Es gibt eben nicht sowas wie ein Äquivalent der grünen Ökonomie, die sagt, wir brauchen die richtigen politischen Rahmenbedingungen und dann wird schon grün investiert und die Konsumenten werden sich grün verhalten. Oder das neoliberale Business as usual oder auch das umweltökonomische, also grün angehauchter Neoliberalismus, der sagt, auch wir müssen eben stabile Rahmenbedingungen schaffen für Märkte, technologische Innovationen und anderes. Sondern ein alternativer Ansatz, das macht ihn auch so schwierig, geht erstmal von Pluralität aus, von Vielfalt und kann aber aus den aktuellen Kämpfen versuchen, Prinzipien herauszudestillieren, stark zu machen, die dann wiederum Kämpfe, Auseinandersetzungen anleiten. Ich möchte das an ein paar Beispielen ausführen der Diskussion, die wir eben vor 2 Wochen auch in Quito hatten und die ein Stück weit ja auch bei uns präsent sind. Raquel Gutierrez aus Mexiko, Kollegin ja auch von John Holloway, hat noch mal ganz stark gemacht, dass mit dem Comunitario, also mit dem Gemeinschaftlichen, es ja soziale Netzwerke, soziale Verhältnisse gibt, die bestehen, die immer wieder unter Druck kommen, die aber ganz bewusst darauf verzichten, kapitalistische Logiken zu übernehmen und andere Entwicklungsdynamiken voranzutreiben. Sie bringt natürlich sehr stark, daran denken wir sofort bei Mexiko, indigene Gemeinschaften, die eben auch ein Stück weit widerständig bleiben gegen den Zwang, modernisiert zu werden unter kapitalistischen modernen Vorstellungen. Es gibt Versuche, gerade in den Andenländern, aber auch natürlich in anderen Ländern, die kapitalistischen Zumutungen zurückzuweisen, zu sagen, ihr werdet modernisiert, indem es ausländische Investitionen gibt, in den Bergbau, in die Landwirtschaft mit gentechnisch verändertem Saatgut und anderem, sondern zu sagen, wir wollen es selber machen. Also eine Zentralkategorie neben dem der Gemeinschaftlichkeit ist die der Autonomie. Autonomie heißt nicht, alle sind völlig abgeschlossen von anderen Entwicklungen, aber Autonomie heißt erstmal darauf zu bestehen, dass es verhandelt wird und dass es eigene Entwicklungsvorstellungen geben soll, die sich den dominanten, patriarchalen, neokolonialen, kapitalistischen widersetzen. Also erstmal
sind es ganz stark widerständige Praktiken, aber aus den widerständigen Praktiken in den je konkreten Regionen, beispielsweise im Norden von Ecuador gibt es eine Region Intac, die einer der Sprecher ist auch Teil unserer Forschungsgruppe, die eben ganz stark und über Jahre gegen Bergbauunternehmen gekämpft haben und gesagt haben, wenn wir die aber zurückweisen wollen und wenn wir den Menschen etwas Überzeugendes bieten wollen, müssen wir Alternativen schaffen. Also haben sie ganz bewusst sich für ökologische Landwirtschaft entschieden, für auch nachhaltigen Tourismus, also nicht für Großtourismus, um diese Projekte voranzutreiben. Das sind einige Beispiele. Irmi Salzer ist ja bei Elevate, die sicherlich noch zum Thema Ernährungssouveränität sprechen wird, eine Bewegung, die ja sehr stark aus Lateinamerika kommt und die darauf besteht, zu sagen, wir wollen nicht Ernährungssicherheit, also Hauptsache die Nahrungsmittel sind gesichert, egal wie, sondern Ernährungssouveränität bedeutet, dass die Menschen, vor allem die Kleinbauern und Kleinbäuerinnen, das selber schaffen. Dritter Punkt, ich will es nicht zu lang machen, ist ein Begriff, der es bis in die Verfassung von Ecuador und Bolivien geschafft hat, nämlich der Begriff des Buen Vivir oder Vivir Bien, des guten Lebens. Das ist jetzt nicht zu verstehen sozusagen als individualistische Aufforderung, lass es dir gut gehen, sondern, und das ist anregend für uns in der Debatte um Postwachstumsgesellschaften und anderen, die gesellschaftlichen Bedingungen zu schaffen, dass es allen Menschen gut geht. Das ist ein großer Unterschied. Also nicht individualistisch, wie geht es mir gut, sondern was sind eigentlich die Aufgaben von Gesellschaft, von Ökonomie, von Staat oder wenn wir so wollen Öffentlichkeit, damit Menschen solidarisch und nicht auf Kosten der Natur, nicht auf Kosten von anderen ein gutes Leben führen können. Auch das sind Anregungen, die sehr stark aus Lateinamerika kommen und bei uns ja ganz gut aufgenommen worden sind. Ich denke mal an den Degrowth-Kongress in Leipzig, auf dem ja einige auch waren, die jetzt bei Elevate sind, Anfang September, wo immerhin 3000 Leute teilgenommen haben, wo wir versucht haben, ganz viele Leute auch aus Lateinamerika hinzubringen, Alberto Acosta, der wahrscheinlich am bekanntesten ist, um eben diese Debatten aus Lateinamerika auch nach Europa zu bringen. Ja, auch hier in Europa gibt es ja immer mehr coole Initiativen, die man so vielleicht mit dem Begriff Basisinitiativen beschreiben könnte, im Bereich urbanes Gärtnern, Gemeinschaftsgärten, in der Energieversorgung, verschiedenste Modelle. Wie schätzt du einerseits deren Rolle ein, aber wie ist dann auch das Verhältnis zur staatlichen Politik und den Produktionsweisen im Großen und wie können solche Macht- und Kräfteverhältnisse verschoben werden? Also erstmal gibt es, glaube ich, keine Pauschalantwort. Wir lernen gerade in Lateinamerika, ich komme gleich auf Europa zurück, diese Gruppe, von der ich gerade berichtet habe, Beyond Development, also Masayal de Desarrollo, jenseits von Entwicklung, hat sich vor 3-4 Jahren gegründet, eher als kritisch-solidarische Unterstützung der sogenannten progressiven Regierung. Und jetzt haben wir uns getroffen, haben gesagt, eigentlich ist da so viel problematisch geworden, weil das ressourcenextraktivistische Modell vorangetrieben wird, dass wir jetzt wieder viel stärker darauf achten müssen, wie die sozialen Bewegungen gestärkt werden. Ich will auf den Punkt hinaus, dass wir erstmal anerkennen müssen, gerade in Ländern wie Österreich und Deutschland, also in Ländern, wo es nicht zu einer offenen Krise kommt, dass gesellschaftliche Veränderung immer von den Rändern ausgeht. Da müssen wir uns nichts vormachen. Die Initiativen, die du nennst, Gemeinschaftsgärten und vieles andere, ich sag mal, die alternativökonomischen Ansätze kommen sehr stark von den Rändern. Das sieht sofort anders aus in Ländern wie in Südeuropa, wo es massive Krisen gibt, wo die Menschen sich notwendig organisieren. Also, es geht nicht per se darum, Ja oder Nein zu Staat zu sagen oder die sozialen Bewegungen sozusagen zu romantisieren, sondern konjunkturell sehr genau darauf zu achten, was sind die Spielräume, wie gesagt, Veränderung beginnt an den Rändern, aber was sind Spielräume dann gesellschaftlich etwas zu verallgemeinern? Beispiel Energiewende, ist es relativ deutlich, dass in Deutschland oder auch in Österreich, Österreich ist ja, existiert der Begriff so nicht, aber in Deutschland die Energiewende deshalb gesellschaftlich verallgemeinert wurde, deshalb die traditionellen fossilistischen Energieakteure schwächen konnte, zurückdrängen konnte, weil sie in staatliche Politik gegossen wurde. Also in einer spezifischen Konjunktur, 1999, 2000, rot-grüne Regierung, die Grünen suchten nach einem starken Projekt. Wir hatten eine Tradition von starken Umweltbewegungen, Anti-Atom-Bewegungen. In dieser Konstellation übernimmt dann der Staat mit seinen strategischen Ressourcen, mit seinen rechtlichen Ressourcen, mit seinen finanziellen Ressourcen diese Projekte. Also mein Plädoyer wäre, schon immer auf die je konkreten alternativen Ansätze zu achten, aber dann die Formen der Verallgemeinerung
einerseits in der Zurückweisung der problematischen Entwicklung, aber auch in der Förderung von emanzipatorischen, wünschenswerten Entwicklungen je konkret zu sehen. Stichwort, wie gesagt, wieder Energiewende in Deutschland, aber auch problematisch. Schauen wir nach Brandenburg, das Bundesland um Berlin herum, wo eben eine linke Regierung Braunkohle fördert, also eine Katastrophe, ökologisch und wirtschaftlich auch gar nicht so vielversprechend, weil in der je konkreten Konstellation eben die Regierung sagt, wir wollen auf Braunkohle setzen. Also hier brauchen wir, und die gibt es ja, hier brauchen wir wieder soziale Bewegungen, die eben antagonistisch die Versprechen von Steigerung, Neubau oder Modernisierung von Kohlekraftwerken zurückweisen. Vielen Dank, Uli. Wir müssen es für heute auch schon dabei belassen. Danke für deine Einschätzungen und ich hoffe, du bist dann nächstes Mal auch wieder persönlich zu Gast hier bei uns. Sehr gerne. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich extra mein Elevate-T-Shirt von 2007 angezogen habe und wünsche euch einen sehr, sehr schönen Kongress, Seppi, und das nächste Mal bin ich wieder dabei. Alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. Baba. Ja, als nächster Beitrag kommt dann ein Video und Uli Brandt hat mir da schon super thematisch eine Brücke gelegt. Es passieren nämlich in gewissen Bereichen, was soziale Bewegungen betrifft, sehr, sehr erfreuliche Entwicklungen. Jetzt schauen wir uns was an über die Klimabewegung. Da ist nämlich was ganz Einschneidendes passiert im Ende September. Also wir haben ja schon in Kopenhagen zum Beispiel versucht 2009 und immer wieder eine größere Bewegung da aus der Taufe zu heben. Was sehr schwierig war, ist dann die Wirtschaftskrise gekommen. Das Thema war immer wieder weg aus den Medien und es ist eigentlich nichts weitergegangen auf den institutionellen Ebenen, was die Bekämpfung des Klimawandels betrifft. Aber es haben im Hintergrund natürlich viele Organisationen am Aufbau dieser Bewegung weitergearbeitet, unter anderem auch eben Bill McKibben mit seiner Organisation 350.org. Und die waren auch ganz zentral an diesen besagten Mobilisierungen im Ende September beteiligt, wo dieser sogenannte People's Climate March global stattfand. Und es war in New York ein ganz fantastisches Ergebnis mit einem Turnout, einer Beteiligung von 400.000 Menschen. Erwartet waren an die 100.000. Weltweit in über 150 Staaten waren Demonstrationen, auch in Graz waren mehrere hundert Menschen auf der Straße, was für die kurzfristige Mobilisierung echt sehr stark ist. Und ich war sehr begeistert und energetisiert und möchte deswegen einen längeren Videoausschnitt von Democracy Now. Amy Goodman ist auch morgen bei uns hier zu Gast, worauf ich mich schon sehr freue. Jetzt sehen wir sie mal hier in der Anmoderation über diesen Climate March in New York und wo ganz viele bunte Stimmen jetzt zum Ausdruck bringen, was sie dort machen. Und das ist auch gerade was mich so daran begeistert an diesen Bewegungen, dass, wie es schon war, auch mit der globalisierungskritischen Bewegung in Seattle, dass Zeitpunkte sind, wo zum ersten Mal eine ganz breite Koalition mit unterschiedlichsten Akteurinnen zusammenkommt. Und bitte, ja, schaut euch die Stimmen an, es ist echt sehr beeindruckend. We turn now to the People's Climate March. Organizers estimate as many as 400,000 people marched in New York Sunday in the largest climate protest in history. The turnout far exceeded expectations. Other marchers and rallies were held in 166 countries. More protests are planned for today. Climate activists are gathering today in downtown Manhattan for a mass sit-in dubbed Flood Wall Street. The actions are timed to coincide with the United Nations Climate Summit taking place here in New York Tuesday. President Obama and over 100 other world leaders are scheduled to attend. Sunday's events in New York began with an indigenous sunrise ceremony in Central Park. Indigenous activists then led the march. Democracy Now!'s Aaron Maté was in the streets at the People's Climate March. We're near the very front of the People's Climate March, and the sign behind me reads, "Front lines of crisis, forefront of change." This march has been divided up into different groups, and at the front are indigenous and frontline communities most impacted by climate change. My name is Clayton Thomas Mueller. I'm an organizer with the Indigenous People's Social Movement, Idle No More, and Defenders of the Land. Things today are going really, really well. We've got tens of thousands, if not hundreds of thousands of people on the street. We have frontline Indigenous communities from communities that are disproportionately affected by President Obama's all of the above energy policy. We've got leaders from communities fighting fracking, fighting tar sands pipelines, all kinds of pipeline fighters from across the continent who are organizing in solidarity with First
First Nations from the belly of the beast in Alberta who are trying to stop tar sands expansion at the source. And we're here to send a very clear message to President Obama, Stephen Harper, and the rest of the world leaders that we need legally binding mechanisms on climate change right now passed. And if they ain't going to do it, then the people certainly will. We're here to march for the next seven generations and to take a stand against big oil companies that are coming through our territories and trying to take our ancestral lands and destroy them. We're here because it's going to take all of us, not just the indigenous people, but everyone in the whole world to come together to save our water. We are from the Peruvian delegation here on the march, and we are marching because we are fighting for climate justice, and we are fighting because this December, the next COP is going to be in our country. And we are preparing a people summit and the next march is in December 10 in Lima. And we are asking the Peruvian government, Ollantumala, for coherence, because even if they are taking pictures here near Ban Ki-moon, they are not doing that kind of commitments in the country. So we need to fight here, we need to fight in our country. This is a global fight. What do we stand for? We have about 300 strong here of our young people. We are a human rights organization located in Williamsburg, Brooklyn. Most of our young people are from Puerto Rico, from Dominican Republic, and the connection between what's happening in terms of our islands and also what's happening here in our waterfront community that Williamsburg is part of. We need really the powers that be to come together with our people and really make decisions that are about preserving our earth. My name is Carlos Garcia. I'm the Secretary Treasurer of the New York State Public Employees Federation. We represent 54,000 New York State employees who are professional, scientific, and technical workers. And we're out here to say to the U.S. government, New York State government, let's take care of our climate, let's take care of our environment. My name is Irene Jor. I'm with the National Domestic Workers Alliance with the New York domestic workers here today. And for us, we're here because as domestic workers, it's time to clean up the climate mess. Have been part of the struggle for a long time. We're disproportionately impacted by climate change. For those of us who are migrant women workers, we often come here because of what extractive resources and climate crisis has done to our home countries. What do we do? We've come upon a huge contingent of young people, many carrying signs reading "Youth Choose Climate Justice." Obama, we don't want no climate drama. Hey, Obama, we don't want no climate drama. My name is Jonah Feldman. I'm here with the Brandeis Divestment Campaign from Brandeis University. And what does your sign say? It says, divest from climate change. We believe that our university should sell off all its investments in the fossil fuel industry. That's in coal, oil, natural gas, tar sands, and reinvest into clean, renewable alternatives. Well, my name is Louis Navarro. I'm 16. I'm from Boston, Massachusetts. I'm with the Boston Area Youth Organizing Project. Well, as a youth, I feel like every youth should be a part of this because it concerns them and their future, whether or not if they could live by 20 years from now with this climate change. And I feel like it's important for me to be here to show them that the youth is on our side. As we weave through this march that has taken over Midtown Manhattan, tens of thousands out in full force, coming across all different sorts of diverse groups. Number one way to fight climate change, go vegan. I'm Susan DeGeorge, and I'm with both Green Faith and with Hudson River Presbytery. We have everybody from Jains, Sikhs, Buddhists, Hindus, Catholics, Protestants, atheists, agnostics, all marching in the group. We want climate justice, and we want it now. My name is Kaylin Callahan. I'm from Rockaway Beach, and I'm an organizer with Rockaway Wildfire. Superstorm Sandy devastated the Rockaway Peninsula. We know that climate change is being worsened and exacerbated by all of the systemic profiteering that's happening throughout our world, and it's time for that to stop. If you haven't been involved in climate justice activism before, it's time to get involved in climate justice activism because this is affecting all of us. My name is Braden Elliott. I'm a PhD student at Dartmouth College, and I'm here because I care. And the banner under which the scientists are marching is "The debate is over"? Correct.
The banner says the debate is over because the core part, the part that the planet is warming and the humans are responsible for the lion's share of it, is settled. There's always debate to be had on the edges of a large topic, but the call to action is very clear. And now we're in the block of demonstrators under the banner of "We Know Who Is Responsible." Anti-corporate campaigners, peace and justice groups, those who are organizing against the groups they say are holding back progress. My name is Sandra Nurse. I'm here with the Flood Wall Street contingent. We're calling on people to do a mass sit-in on the in the financial district to highlight the connections between corporate capitalism, extractive industries, the financing and bankrolling of climate change, the financing of politicians who will not bring meaningful legislation to the table and who are blocking the process of actually bringing meaningful legislation against climate change. Pretty impressive, what do you think? Maybe an applause. Well, up next is actually Bill McKibben, one of the people really responsible for these huge mobilizations. He's tirelessly mobilizing during the last years. He's a very famous author, environmental author, and actually published one of the books that achieved for the first time to sensibilize the large public about climate change in the 1980s. The book is called The End of Nature. It was translated into 24 languages. He's a founder of this organization, 350.org, the first planet-wide climate movement. And 350 is basically named after 350 ppm, parts per million. That's the level of CO2 in the atmosphere that could be the maximum that we could tolerate to have some sort of a livable environment. What's really cool is that Bill and 350 won the Alternative Nobel Prize, the Right Livelihood Award, this year. I'm not sure if the ceremony already happened or not, but they're definitely the winners. It's great. And very funny thing, in 2014, this year, they even named a newly discovered insect a woodland mosquito after Bill. I think that's funny. And right now we're trying to establish the connection, and I hope we can reach him soon. Well, I can use the time to announce a great thing that a local chapter of 350.org is just being started at the moment in Graz. And I think there's some people here. If there's anybody here, this colleague over there is raising his hand. If you want to join this movement, these two people, just get in touch with them. And I hope, oh, there's a list. Okay, please sign into this list. I can really recommend it. It's a great organization, and it would be awesome if Graz is going to be part of this in the future. Okay, also wir switchen wieder nach Deutsch und probieren Mona Bricke zu erreichen. Die Verbindung mit Bill McKibben werden wir später nochmal probieren. Hallo Mona. Ah, hallo. Wir sind jetzt ein bisschen früher dran. Wir konnten Bill McKibben leider nicht erreichen. Ja, hallo, ich habe euch mitverfolgen können per Internet. Super, danke fürs Dabeisein. Wie geht's? Super geht's. Ich sitze hier in meinem Bauwagen in der Kommune, in die ich vor anderthalb Jahren gezogen bin und freue mich, euch hier wieder zu sehen beim Elevate Festival. Ich war ja schon zweimal dabei. Super, genau, 2009 bereits und 2012. Und ja, thematisch werden wir jetzt ein bisschen abweichen von den Fragen, die du vorab bekommen hast. Du hast ja gesehen, okay, wir haben vorher die Videos aus New York gezeigt und ja, vielleicht fangen wir damit an, wie schätzt du diese Entwicklungen ein? Hast du dich auch sehr gefreut, dass so ein starkes Lebenszeichen da kam von dieser Bewegung? Also natürlich habe ich mich sehr gefreut, denn ich bin ja vom Anfang an dabei gewesen bei dieser Bewegung und wie du schon gesagt hast, wir haben uns verdammt schwer getan, genügend Menschen zusammenzubekommen bei dieser Bewegung. Ich denke, dass wir jetzt tatsächlich an einem Kipppunkt auch angekommen sind. Könnt ihr mich hören oder gibt es ein Problem?
Das Hören ist super. Vielleicht kannst du noch deine Webcam einschalten, falls du es noch nicht gemacht hast. Dann können wir dir auch sehen. Habe ich eigentlich gemacht? Moment. So. Ja, seht super. Ihr mich jetzt? Perfekt. Perfekt. Okay, super. Super. Ja, sorry. Dankeschön. Und ich glaube, wir sind tatsächlich sozusagen an einem Bewegungskipppunkt angekommen. Das konnte man in New York sehen. Es ist klar geworden, dass ohne Bewegung nichts weitergehen wird. Und ich meine, 350 ist sehr daraus entstanden, sich an die Mächtigen zu wenden, an diejenigen, die diese Klimaverhandlungen führen, zu wenden. Und wir haben ja damals in Kopenhagen von der Bewegungsseite her das Gefühl gehabt und übrigens auch von der Verhandlungsseite her, da geht nichts weiter. Wir sind ins Stocken geraten. Wir müssen jetzt nach Hause zurückgehen und bei uns vor Ort kämpfen, gegen den Klimawandel kämpfen und für den Bewegungsaufbau kämpfen. Und ich würde sagen, wir sind sowohl weltweit als auch in Europa, als auch da, wo ich halt hauptsächlich bewegungsmäßig arbeite, in Deutschland, an diesem Punkt angekommen. Ja, vielleicht kann man da gleich weitermachen. Was passiert so in Deutschland? Wir haben ja 2011 über Energiewende sehr stark diskutiert. Und da hat es dann auch den Begriff der Energiedemokratie gegeben, der damals sehr hoffnungsvoll klang. Und ja, vielleicht kannst du noch mal sagen, wie sich die Energiewende auch in Deutschland entwickelt hat. Der Uli hat ja schon vorher ein bisschen was dazu gesagt, aber das müssten wir auch noch genauer ausführen, wäre sehr spannend. Ja, das mit der Energiewende, das Problem hat Uli schon angedeutet. Das Problem ist, wenn man versucht, auf allen Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Also, wenn man tatsächlich versucht, gleichzeitig auf Kohle und auf erneuerbare Energien zu setzen, dann wird dadurch der Klimawandel garantiert nicht verhindert. Das hatte er ja schon gesagt. Das können wir zum Beispiel in Brandenburg oder eben auch in Nordrhein-Westfalen im rheinischen Braunkohlerevier sehen. Dort wird auch gesagt, wir exportieren halt den Strom, den wir aus der Braunkohle herstellen, und den schönen erneuerbaren Strom, den benutzen wir selber. Brandenburg kann sich inzwischen zu über 100% durch erneuerbare Energien versorgen, aber gleichzeitig wollen sie nicht Abschied nehmen von dem, was von gestern ist, also von der Braunkohle. Und das ist der Kampf, an dem wir jetzt stehen, der große Kampf für den Ausstieg aus der Kohle. Das ist sogar auch in Österreich relevant. Auch in Österreich gibt es noch Kohlekraftwerke, auch wenn dort keine neuen mehr gebaut werden sollen, zum Glück. Aber es ist im Grunde genommen jetzt relevant für ganz Europa und für die ganze Welt. Wir können uns Kohle als den schmutzigsten Energielieferanten nicht mehr leisten. Wenn wir den Klimawandel stoppen wollen, dann ist das einer der großen Batzen, wo wir anfangen können und vor allen Dingen, wo wir jetzt anfangen müssen. Und bewegungsmäßig ist es halt so, dass Jahr für Jahr die Teilnahme an den Klimacamps, das eine findet immer im rheinischen Braunkohlerevier statt, das andere findet in der Lausitz im anderen großen Braunkohlerevier statt, dass sie Jahr für Jahr zugenommen haben. Dieses Jahr war in der Lausitz eine 8 Kilometer lange Menschenkette zwischen Polen und Deutschland, wo polnische und deutsche Aktivisten teilgenommen haben, auch mehrere tausend. Und im Rheinland haben sie dieses Jahr richtig gehend Braunkohlebagger abgestellt. Also diese Bagger sind monströs. Es gibt unglaubliche Bilder davon. Kleinste Menschlein vor diesen monströsen Baggern sitzend. Und sie haben es geschafft, zu verhindern, dass die weiterarbeiten können. Für nächstes Jahr, das Jahr des Klimagipfels in Paris, gibt es jetzt dort auch das Vorhaben, richtig eine Art Massenaktion zu machen, wie wir es kennen, von Anti-Atom-Widerstand. Und zwar gegen Kohle. Also da wird jetzt wirklich auch was übertragen. Ja? Das ist gut zu hören. Vielen Dank für die Nachrichten. Es ist ja so, du hast schon erwähnt, es gibt in Österreich Kohlekraftwerke. Wie viele von euch hier im Saal wissen, dass es 15 Minuten von hier, wo wir gerade sitzen, ein Kohlekraftwerk gibt, das jeden Tag in Betrieb ist, das die Fernwärme zu einem Drittel, soweit ich weiß, versorgt in Graz? Das ist ein Riesenskandal, kaum jemand weiß es hier im Saal.
die Grünen und andere Akteurinnen, die diese Fernwärmeausbauten unterstützen und also ein sehr grünes, umweltfreundliches Projekt beschreiben, sagen auch nichts drüber, dass da irgendwie mit Kohle irgendwas im Spiel ist. Das ist ein bisschen eine komplexe Gemengelage, die man dann im Genauer noch besprechen müsste. Aber ich würde mir echt wünschen, dass wir da im Anschluss noch mal ins Gespräch kommen und dass wir anfangen, irgendwas gegen das zu tun. Das ist unglaublich einfach. Also wie ich das erste Mal gehört habe, ich war erschüttert. 15 Minuten von hier, ist unglaublich. Ja, aber vielleicht magst du nochmal, da wir jetzt ein Zeitgeschenk quasi bekommen haben, ein kleines, und jetzt ein bisschen weiter sprechen können, vielleicht nochmal grundlegender, so den Bereich der fossilen Energieträger zu besprechen, was da passiert und was Kohle für Auswirkungen hat, was das Klima betrifft und andere Sachen. Und ja, vielleicht kann man auch auf das Fracking zum Beispiel ein bisschen eingehen. Das ist auch immer wieder wichtig, das anzusprechen, was da so passiert in Europa. Ja, da haben wir natürlich ein Problem. Und zwar hat das Problem hauptsächlich damit zu tun, dass Fracking von der Gasindustrie als Alternative zur Kohle dargestellt wird. Das passiert einerseits in den USA, aber auch in Europa gibt es dafür jetzt immer mehr Beispiele, dass gesagt wird, ja, wenn wir schon keine Kohle wollen, dann müssen wir eben auf Gas setzen. Und wenn wir auf Gas setzen, dann bleibt uns gar nichts anderes übrig, als Fracking zu akzeptieren. Da würde ich sagen, da müssen wir ganz klar Nein sagen als Bewegung und überhaupt als Aktivistinnen und Aktivisten. Wir müssen sagen, nein, die Alternative zu Kohle kann nicht Fracking sein. Die Alternative heißt aber auch nicht Atom. Und wir müssen uns da eben auch damit beschäftigen, mit der Frage, die uns dann immer wieder gestellt werden wird, ja, brauchen wir denn nicht Gas, wenn wir einen Übergang zu erneuerbaren Energien schaffen wollen, wenn wir aus der Kohle aussteigen? Die Antwort ist ja, wir brauchen möglicherweise noch Gas, bis die Speichertechnologien weiter ausgebaut sind. Aber wir brauchen Gas als Backup-Technologie. Das heißt, die Gaskraftwerke sollen dann laufen, wenn nicht genügend erneuerbare Energien ins Netz eingespeist werden können. Sie sollen nicht sich verfestigen, sodass wir am Ende dann auf einem Sockel aus Gaskraftwerken stehen, die wir auch nicht mehr rechtzeitig loswerden. Denn auch Gaskraftwerke sind klimaschädlich und sie sind umweltschädlich, weil sie eben teilweise auch auf Fracking beruhen. Ja? Insofern würde ich sagen, der Widerstand gegen Fracking darf nicht aufhören, wenn man sagt, wir müssen Widerstand gegen Kohle machen. Und wir sehen es zum Beispiel in UK, da ist es umgekehrt passiert. Die ganzen Aktivisten und Aktivistinnen, die ich aus meiner Zeit in UK kenne, die damals gegen die Kohle gekämpft haben und die es tatsächlich geschafft haben, dass keine neuen Kohlekraftwerke gebaut werden mehr in UK, die haben dann sich dem Fracking zugewandt und kämpfen jetzt gegen Fracking. Völlig richtig, das muss auch sein. Aber unter der Hand ist es so, dass jetzt auch in UK, nicht nur in Deutschland, mehr Kohle als je zuvor verbrannt wird. Und das heißt, wir können nicht sagen, wir verlassen die eine Front und gehen zur anderen Front, sondern wir müssen tatsächlich sagen, und das hat Uli Brandt ja vorhin auch schon sehr richtig bemerkt, wir müssen das als Gesamtkonstellation sehen. Wir müssen die Veränderung als Gesamtveränderung sehen und wir müssen uns als eine Bewegung sehen, die auch Netzwerke erschafft, die resilient sind. Das kam vorhin auch vor in der Demo, habe ich gesehen. Da ging es auch um Resilience. Ja? Resiliente Netzwerke, das bedeutet für mich Netzwerke, die im Falle der Krise handlungsfähig sind und handlungsfähig bleiben. Das können politische Gruppen als Netzwerke sein. Also diese 350.org Chapters finde ich ein sehr schönes Beispiel, die über die ganze Welt verteilt sind jetzt. Oder zum Beispiel, ich wohne ja jetzt seit anderthalb Jahren in einer politischen Kommune in der Nähe von Kassel. Und es gibt über Deutschland hinaus, ich weiß, dass da auch einige österreichische Kommunen Teil von sind, gibt es ein Netzwerk, das heißt Comuja, und das ist das Netzwerk der politischen Kommunen. Und wir überlegen, wie wir Kommunen nicht als kleine Insel
sehen können, sondern als Grundlage für ein Netzwerk, das anderes Leben tatsächlich schon mal ausprobiert, ja, als so eine Art Laboratorium dafür. Ja, ich glaube, es gibt auch, wie du gesagt hast, in Österreich schon, aber auch in der Steiermark einige Projekte, und ich kriege auch ab und zu immer wieder E-Mails, die mich fragen, weil ich ja einige Leute kenne, wo man sowas findet und so weiter. Also ich glaube, es gibt auch Treffen immer wieder mal im Spektral. Wir haben dann auch David Steinwender am Schluss noch da, vielleicht kann uns der auch noch mehr sagen, ob es da gerade aktuell auch wieder was gibt. Ich möchte aber trotzdem jetzt nochmal zum Energiebereich kommen. Mhm. Wir haben noch 5 Minuten Zeit, was super ist. Und vielleicht kann da eine Frage geklärt werden, die ich mir schon die ganze Zeit stelle, weil da geht es wirklich dann jetzt nochmal ein bisschen in die Tiefe der Materie, wo es komplexer wird. Es ist ja so, dass, soweit ich es verstehe, werden ja Gaskraftwerke, können momentan kaum rentabel betrieben werden. Also in Mellach steht nicht nur dieser Kohlemeiler, sondern auch ein Gaskraftwerk, das als super toll und modern und so weiter verkauft wurde und erst vor wenigen Jahren in Betrieb ging. Aber jetzt würde der Verbund, der Konzern, der das betreibt, das am liebsten gern abschalten, was aus verschiedenen Gründen momentan nicht möglich ist. Wie ist das, Mona? Warum, was läuft da irgendwie? Also vielleicht kannst du das große Bild nochmal beschreiben. Also mir fehlt das Verständnis dafür. Das ist tatsächlich sehr komplex. Und zwar hat das damit zu tun, wie der Strommarkt in den meisten europäischen Ländern aufgebaut ist. Das ist nämlich so, dass es die sogenannte Merit Order gibt. Das heißt, dass es Kraftwerke gibt, die gerade noch mit in dieser Merit Order als sogenanntes Grenzkraftwerk angeschaltet werden oder ihren Strom verkaufen können. Und dann gibt es Kraftwerke, die schon jenseits dieser Grenze liegen und die nicht mehr rentabel Strom ins Netz einpreisen können zu der jeweiligen Viertelstunde, für die dieser Strom verkauft wird. Und Gaskraftwerke waren früher oft drin, wenn es um diese Grenzkraftwerke ging, dann war das letzte Kraftwerk innerhalb der Merit Order oft ein Gaskraftwerk. Und jetzt fallen sie dort oft raus. Und das hat in Deutschland zumindest, da kenne ich mich ein bisschen besser aus, deswegen nehme ich das jetzt als Beispiel, hat damit zu tun, dass es einen unglaublichen Boom bei der Braunkohleverstromung gibt und dass die Erneuerbaren verstärkt ins Netz drängen. Das ist ja auch gut so, dass die Erneuerbaren da sind. Das mit der Braunkohle ist weniger gut. Und dass sozusagen diese Erneuerbaren die Gaskraftwerke dann rausdrängen. Und da wir die Gaskraftwerke aber brauchen, zumindest für eine Übergangszeit oder als Backup, werden wir Mechanismen entwickeln müssen, wie Gaskraftwerke zur Verfügung gestellt werden können als Backup-Kraftwerke. Ja, damit sie dann eingeschaltet werden können, wenn sie gebraucht werden. Das heißt, da muss von staatlicher Seite Geld geschaffen werden oder müssen Anreize geschaffen werden oder es müssen Verordnungen geschaffen werden, die dafür sorgen, dass diese Gaskraftwerke zur Verfügung stehen, weil sie lohnen sich bei der momentanen Lage auf dem Strommarkt nicht. Okay, danke, Mona. Jetzt geht uns dann doch langsam auch die Zeit schon wieder zu Ende, aber vielleicht kannst du noch für alle Leute, die sich schon daran interessieren, an den Mobilisierungen sich nach Paris und auch lokal dann an den Gegenprotesten zu diesem UN-Treffen, dem großen nächstes Jahr, vielleicht kannst du sagen, wie man zu Informationen kommt, vielleicht auch welche Websites man sich anschauen könnte. Also man kann sich zum Beispiel die Website von EKIP, Energiekämpfe in Bewegung, anschauen. Da sind die deutschsprachigen Gruppen drin, die nach Kopenhagen mobilisieren, beziehungsweise eben nicht nach Kopenhagen, sondern die sich überlegen, was wir im Jahre 2015 in unseren jeweiligen Ländern zum Thema Klimawandel machen können. Und natürlich gibt es dort auch Hinweise darauf, wann die nächsten Mobilisierungstreffen zu Kopenhagen und für die Fahrt nach Kopenhagen sein werden. Ja, vielen Dank, Mona. Das war's mal für heute. Wir hoffen, dass auch du wieder mal persönlich dann vorbeischaust in den nächsten Jahren. Sehr gern. Wir werden dich sicher wieder mal einladen. Habt ein schönes Festival. Ciao. Ciao.
Okay, als nächster Gast ist Bad Mooney eingeplant. Der ist, wie Bill McKibben, den wir leider nicht mehr reinbekommen heute, auch ein Träger des alternativen Nobelpreises. Er hat das bereits in den, diesen Preis bereits in den 80er Jahren bekommen, wo er mit seiner damaligen Organisation ganz bahnbrechende Arbeit geleistet hat im Bereich der Kritik der damals voll aufkeimenden Gentechnologie. Und er beschäftigt sich in den Jahren seitdem mit den verschiedensten neuen Technologien, die große Gefahren in sich bergen, sei das Nanotechnologie, Geoengineering, synthetische Biologie und so weiter. Und über diese Sachen werden wir jetzt gleich auch mit ihm sprechen. Die Organisation, deren Arbeit ich euch sehr empfehlen kann, die er leitet, heißt etc. Group, und auf dieser Website, da informiere ich mich immer, und ich würde euch das auch empfehlen. Das ist die, also das sind eigentlich die wegweisende Organisation so in dem Bereich. Ich hoffe, wir können die Verbindung bald herstellen. Und werden dann am Anfang über Geoengineering sprechen. Hello. Hey, Pat, how are you doing? I think we got you. At least we already got the sound. Yeah. Now we you're an hour later than I expected, though. Yeah, sorry for that. We have to improvise a bit. But now we have you on screen. The picture is good. Thanks so much for joining us. Let's give a warm welcome to Pat Mooney. A small applause. Pat Mooney was, by the way, here in 2009 already, and joined us also in 2012. And right now we want to try an update, and we will start with the issue of geoengineering. We already talked about energy and climate change today, and the elites that are not doing enough are doing almost nothing at the moment to really battle climate change. They, you know, in the back of their head or in the background, they're working on huge technologies that might be a technological fix if everything gets totally out of control. And the term to describe this is geoengineering. Pat, please tell us what's actually going on, and maybe if there has been any news since 2012. Well, in 2012, we were successful in getting a moratorium against all forms of geoengineering at the United Nations Convention on Biological Diversity. So, in technically speaking, at least, governments are committed to not doing geoengineering. But at the same time, while that's on the books, we've got negotiations taking place starting on Monday in Copenhagen with the last part of the latest climate change report coming out, the IPCC. Sorry to interrupt you. Can you please move the microphone a bit further away from your mouth? I think that might help. Sorry. Is that better? It's better, yeah. Thank you. It gets worse, I'm afraid. there's a meeting started in Copenhagen. In fact, I'm going to on Monday, which will be the last part of the report of the climate change IPCC report, where geoengineering is part of the report. There's a serious conversation going on about two technologies that are both geoengineering technologies. One is carbon capture and storage, where companies are claiming that they will at some point have the technologies they require to be able to bury all of the carbon dioxide in the earth somewhere. They can't do it now, they admit, but they say sometime they might be able to. So in the meantime, well, they talk about carbon capture and storage as a theoretical possibility. They're saying, well, we'll have to do solar radiation management, you know, put sulfates into the stratosphere to block sunlight, something like that, that will... an artificial volcano? Is that the thing? Pardon? It's like an artificial volcano. Exactly. So that will block the sunlight to lower the temperatures and let companies buy time until they can get the carbon capture and storage system working. That's two dreams, kind of, two theories, which they then, on that basis, say, well, we don't need to do anything else. We don't need to reduce our greenhouse gas emissions because we have these answers. In fact, the answers, the idea of solar radiation management, of actually blocking sunlight, having artificial volcanoes, is simply crazy. It simply lets them carry on with business as usual,
And it's devastating because the control of that technology will rest with industrialized countries. The wealthiest countries will make the decisions about how they will disperse these gases in the stratosphere to block the sunlight. And all of the technical studies that have been done, the peer-reviewed studies in science that look at this as a strategy, all conclude that it could be devastating to sub-Saharan Africa, to north-central Latin America, and could also, not all of the studies show the same thing, but many of them show this could be damaging again to the monsoon that blows through South Asia. Okay, thank you. So it's crazy. Pretty crazy, true. So, geez, I mean, if you look at the future concerning this, what do you think might be scenarios? I mean, do you really think this is going to happen? We think it is, because even though the UN moratorium is in place, the United States isn't part of it. Itself, and we know that research is going on anyways in places like Russia and China. So we could see a sort of a coalition of the willing being formed as the temperatures rise and people get more alarmed, where the governments will say, well, we have no choice but to deploy geoengineering. And we'll just have to hope for the best. And we do see that strategy emerging. The pressure is huge from the companies. I mean, the fossil fuel companies have $55 trillion in infrastructure they want to protect. They've got $21 trillion in assets in the ground that they want to get out of the ground. And they will do anything in their power to exploit that that fossil fuel resource. And for them, then, it's simple enough to say, okay, well, we use solar radiation management to delay the effects, and then we'll find a way to bury the stuff eventually. Thank you, Pat. I think probably the only way to prevent this is a huge global movement or something that is able to, you know, create so much pressure that this is not going to happen. Exactly. If there isn't a huge public debate about it, and soon at the United Nations and elsewhere, then they will continue. It will be, again, China, the United States, and Russia probably together going ahead with solar radiation management. All right. Thank you, Pat. I want to move to the next important term, synthetic biology. It's, for example, as far as I understand it, used to produce energy. Just one example, but produce a lot of things. And I think most of the people in the room or in Austria, they never even heard the term, you know, but there's a lot of things happening. Maybe you can share the most important facts. Yes, the companies that began with this were initially developing biofuels, saying that this would be the next generation of biofuels that would solve the problem of stealing food from people to feed their cars. Most of them have given up on that, at least for the short term, and then now they're moving into developing flavor and fragrance crops, beverage crops, vegetable oil crops, that they say they can now brew in a vat instead of actually growing in a field. So it threatens the livelihoods of about 100 million farmers right now with crops like vanilla and vetiver from Haiti, vanilla from Madagascar, shatropha, many other crops are actually saffron from Iran, are all now being developed to be grown in vats rather than in the field. The synthetic biology, I should explain, is not the same as genetic modification or GE crops. It is where companies go in and actually build the DNA base pair by base pair to construct exactly what they want. And they can replicate artificially the genome of a plant like the vanilla plant to make or at least the essential ingredients of that plant to make what they actually want to have in the marketplace. So it really is a manipulation of life at its most fundamental levels and much more pervasive in a sense than genetic modification. There is a movement, again, heavily involved in the United Nations in trying to create concern about this. The last two weeks, in fact, in Korea, again, the Convention on Biological Diversity met 194 countries. Of those 194 countries, almost all of them, but not all of them, came out calling for a moratorium again on synthetic biology until it can be properly regulated. In the end, because they couldn't get a consensus, it was blocked by the European Union.
and Canada. They have agreed, however, to establish a regulatory system to try to control synthetic biology at the national level, at least, and to have an international committee sort of monitor it and report back to governments as to what the risks are for the environment and for health and for economies. I should say that even though the European Union was preventing the UN from having a moratorium here, Austria was actually very helpful in the negotiations, and we found the Austrian government very sympathetic to the concerns about synthetic biology. Interesting to hear that something progressive is coming from Austria, because in the fields of climate and stuff, we're way behind, even though they pretend to be a great country. When it comes well, to compared that. To Canada, Austria looks pretty good in these issues. That's true, probably, yeah. So, Pat, have any of these man-made organisms, these crazy things, already been released into the environment? Yes. You'll be able to buy so-called natural vanilla, which has been brewed in a vat, from Switzerland sometime later this year or early next year. That's underway. There's several commodities now that are actually being developed, and some for cosmetics. I mean, they're small things, eh? They're not taking over coffee or palm oil at this stage, but they may well soon. They're finding it difficult to build up to the scale they need, so they're working with, again, specialty crops that are extremely expensive and replacing those crops. But everything from cocoa butter to coconut oil and palm oil are on the list of commodities that they want to develop that way. And again, cosmetics that you're using now, flavors and fragrances like vanilla that you're using, will literally in the next few months be in stores. I think in 2012, these organisms were not yet able to reproduce. What about that now? No, actually, even in 2010, Craig Venter in the United States, who's quite notorious for his work in synthetic biology, was able to actually create an entirely artificial life form. He built it himself, or he and the computers built it, and it was able to self-replicate. It was a microbe, it didn't serve any functional purpose, but he was the proof of principle that you actually can build life from the bottom up. You can actually put it together and make it live and multiply. That scientific principle has been established. Ooh, very scary. Yeah, I'm sorry to be saying, telling all these terrible things about both geoengineering at one level, at the maximum level, kind of, and then synthetic biology almost at the nanoscale. How do you feel about being the person who always brings the really bad news? I don't feel so good about it, but we are looking for solutions as well, and it's been encouraging that the United Nations is paying attention. There's serious work going on. I'm going to New York later today before I go to Copenhagen, and in the UN there's a proposal that we've put forward, which has been accepted by many governments, to establish a technology assessment capacity in the UN so that governments will see these technologies coming down the track and will have a chance in a systematic way to track them and to have a public debate about them before they're forced into down our throats or onto our faces or into our clothing. So I think that there are steps being taken. People are becoming aware that technology is an extraordinarily powerful engine that's driving a lot of social decisions. And we need to get control of those social decisions ourselves again and not stop technologies, but stop some technologies, certainly, but not all technologies, but to have a way of monitoring them and making sure that the good ones go forward and the bad ones don't. That is moving at the United Nations in New York, and we're a bit encouraged by that. Thanks so much for your great work. I'm always impressed, and it's so important. And unfortunately, not enough NGOs are working on this, I think. The Etc. group is just phenomenal. Thanks so much. Before we move to the topics of agriculture and food, can you please share, maybe we have 2 minutes left for that, what is currently going on with GMOs? I heard that there were really bad news last fall in Brazil, for example, where they wanted to pass a law to allow Terminator seeds to be released. For example, but there were also good news. I think in other countries there were new bans and stuff. Can you maybe share a few sentences on that?
Well, we're waiting to see. There are two bills in the Brazilian Congress that have been slowed because of the elections in Brazil. And the last round of that election takes place on Sunday, October 26th, I guess it is. And we'll see after that. But we believe that whoever wins the election in Brazil, the bills will move ahead. We're expecting that they'll overturn the moratorium, or the ban actually that exists in Brazil against Terminator will be overturned sometime within the next few months. Can you please explain the Terminator technology? Yes. Terminator is a seed that's a genetically modified seed that dies at harvest time. So farmers can't save the seed. They can sell the commodity, so you can still make wheat or rice or something from it, but farmers will have to go back and buy seed again from the company. Like, so 12,000 years of farmers being able to save their own seeds comes to an end. It's like a self-destructing life form, can you say? Exactly. That. So we are fighting to if Brazil does change its legislation, again, there is a moratorium at the United Nations in place on this, so there'll be a fight over that moratorium, and I have some hope that, and I am optimistic here, that we'll either stop the Brazilian legislation or we will at least maintain the moratorium and force the Brazil eventually not to proceed with allowing Terminator seeds. Is there any way that people here in the room and joining us or watching via the live stream and TV, that they can help your work or help prevent these crazy technologies? Absolutely. If you could wait till after the elections on Sunday, but after that, write to the Brazilian government, to the president of Brazil, saying that we don't want this legislation. There are several moves afoot to try to prevent it. I mean, Brazil is a Catholic country. The bishops of Brazil a few months ago came out strongly against both GM seeds and Terminator. There's discussions taking place in the Vatican this coming week, in fact, where we hope that the Vatican may say something itself more widely against at least Terminator, if not GM seeds. So that there are steps there that are underway, and it's not a lost battle. So please watch, maybe look at our website. We'll have news about it as soon as we know. That's the etcgroup.org, all one word. And as soon as we know something about what's happening with Terminator, and we'll let you know on that website where to get, who to write to, and who the president is, what the email address is, and steps like that. Okay, cool. Thanks so much for doing this great work, and thanks so much for joining us again. It was an honor. Good to be with you. Thank you. Good luck for the upcoming trips and the meetings. Thank you. Bye-bye. Bye. Okay, jetzt ist es an der Zeit, auch endlich mal eine Gästin hier auf die Bühne zu bitten, nämlich Irmi Salzer, mit der wir gleich über die Bereiche Landwirtschaft und Ernährung sprechen werden. Ja, wir möchten uns nochmal entschuldigen. Also die Verbindung mit Bill McKibben können wir heute nicht mehr herstellen. Es lag wahrscheinlich am anderen Ende der Leitung, das Problem. Wir werden aber sicher wieder mal Bill zu Gast haben, vielleicht auch mal persönlich. Aber das mit dem Fliegen ist ja immer so eine Sache. Also ich bin immer dagegen, Leute einzufliegen, vor allem wenn es klimabewegte Menschen sind. Okay, Irmi, super, dass du wieder hier bist. Irmi Salzer war ja auch schon zweimal bei Elevate, auch 2009 und 2012, soweit ich mich erinnern kann. Und, funktioniert ja. Das? Ja. Es funktioniert auch. Ja, gut. Und vielleicht können wir euch gleich an BAT anschließen, wenn es um Gentechnik geht, nur ganz kurz. Was passiert da gerade in Europa und in Europa eher irgendwie? Ja, es ist eigentlich schade, dass wir alle heute nur Bad News verkünden können. Also in Gentechnik sind zwei Entwicklungen, die sehr besorgniserregend sind. Die eine ist, dass noch versucht wird, jetzt noch in diesen Tagen des Oktobers schnell einige gentechnisch manipulierte Organismen zuzulassen, weil die neue Kommission angekündigt hat, dass sie da ein wenig sorgfältiger damit umgehen wird. Also man muss noch schnell schauen, dass man die Agrochemiekonzerne, die europäischen und die US-amerikanischen versuchen, noch schnell ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen, bevor vielleicht der Widerstand auch von Seiten der Kommission ein bisschen größer wird. Also das ist die eine negative Entwicklung. Und die andere ist natürlich auch rund um das Freihandels, also die Entscheidungen rund um die Freihandelsabkommen, die Verhandlungen rund um CETA und TTIP, die uns
zu Recht befürchten lassen, dass der schon jahrzehntelange Kampf gegen Gentechnik in der Landwirtschaft in Europa ordentlich einen Fuß vor dem Bug bekommen wird und wir uns wieder viel mehr engagieren werden müssen, weil das sozusagen ein Mittel ist, um die ganzen Errungenschaften, die wir schon haben, auch wieder rückgängig zu machen. Kannst du so kurz nochmal erläutern? Ich freue mich, dass du den Begriff TTIP gleich genannt hast. Ich habe nicht gewusst, ob wir die Zeit haben, wir über das heute zu sprechen. Ja, ich bin noch sehr beschäftigt zurzeit mit TTIP. TTIP ist mehr oder weniger ein Abkommen, das ein trojanisches Pferd ist, das versucht, all die Kämpfe, die wir schon gewonnen haben in den letzten Jahren, wieder rückgängig zu machen. Also nicht nur Gentechnik, sondern auch Datenschutz, also ACTA, Saatgutregulierung, da geht es um Umweltstandards, Chemikalienrichtlinie REACH und so weiter und so fort. Also die Liste ist lang, Arbeitnehmerrechte. Und gerade im Bereich Gentechnik ist es ja so, dass zum Beispiel die europäischen Agrochemiekonzerne wie Syngenta, Bayer, BASF und so weiter, die Liste ist lang, dass die ja nicht sehr glücklich sind mit der Entwicklung, die wir hatten in den letzten Jahren und Jahrzehnten in Europa und dass für sie das eine Möglichkeit ist, Dinge, die sie schon lange durchsetzen wollen, GMO und so weiter, das eben über TTIP zu gewährleisten, dass es in Europa erleichtert wird, die Zulassungsverfahren. Wir haben in Europa ja ein Prinzip, das theoretisch ein sehr gutes Prinzip ist, das Vorsorgeprinzip im Bereich von Risikotechnologien. Das heißt, die Konzerne, die Unternehmen, die gewisse Risiko, möglicherweise riskante Technologien auf den Markt bringen wollen, die müssen beweisen, dass diese Technologien nicht riskant sind. Wir wissen alle, dass da viel Schindluder getrieben wird und dass die Studien erkauft werden und dass es da die Revolving Doors gibt zwischen den Behörden, also der EFSA in Bologna und dann der Kommission und den Konzernen und so weiter. Aber zumindest das Prinzip ist das Prinzip des 1992 in Rio als die Grundlage von nachhaltigem Umweltschutz, einer nachhaltigen Umweltschutzpolitik deklariert worden ist. Und in den USA wird dieses Vorsorgeprinzip als hysterisch, emotional, irrational und unwissenschaftlich bezeichnet, das nicht den globalen wissenschaftlichen Standards entspricht und man hofft eben, dieses Prinzip zu kippen. In den USA ist es eben so, dass die Gegner sozusagen einer solchen Technologie beweisen müssen, dass die Technologie riskant ist und schädlich ist für Menschen oder Umwelt. Und wenn wir dieses Prinzip auch nur ein bisschen aufweichen rund um TTIP, dann wird es noch schwieriger werden und es wird einfach leichter werden, gentechnische Organismen zuzulassen und andere riskante Technologien, wie auch zum Beispiel die synthetische Biologie, die Pat Mooney erwähnt hat. Ich denke auch, dass das TTIP eine ganz entscheidende Offensive ist, die das Kapital jetzt oder die globalen Eliten, oder wie man dazu sagen will, voranzutreiben versucht. Die trauen sich jetzt in dieser Krise offensichtlich da einen großen Wurf zu machen. Es gibt jetzt aber schon einen sehr massiven Gegenwind. Ich glaube, wie ist es mit der selbstinitiierten Bürgerinneninitiative der Europäischen? Die hat, glaube ich, schon vor ein paar Tagen über 720.000 waren es heute in der Früh, wie ich reingeschaut habe. Es ist so, vielleicht zur Erklärung, wenn das nicht alle wissen, seit dem Lissabon-Vertrag gibt es ja die Möglichkeit, eine europäische Bürgerinneninitiative einzubringen, die ein relativ zahnloses Instrument ist, muss man sagen, aber es gibt das Instrument zumindest. Und eine Koalition von 250 Organisationen wollte eben um TTIP und CETA, also dieses Abkommen mit Kanada und TISA, zu verhindern, die Verhandlungen abzubrechen, eben eine Bürgerinnen- und Bürgerinitiative einreichen. Das ist dann von der Kommission abgelehnt worden mit der Begründung, da gibt es noch keine Rechtsakte und wo es noch keine Rechtsakte gibt, kann man nicht dagegen protestieren. Also eine haarsträubende, auch juristische Begründung, dass man sagt, also erst wenn man fertig verhandelt hat, dürft ihr euren Mund aufmachen. Davor kann man es juristisch einfach, da ist ja noch nichts da. Es gibt ja eh noch nichts. Ja. Also da können wir einfach noch nicht protestieren dagegen. Das wird natürlich vor dem Europäischen Gerichtshof geklagt dagegen, aber bis so eine Entscheidung gefallen ist, ist schon wertvolle Zeit vergangen. Und jetzt haben sich die Organisationen entschieden, eine selbstorganisierte Bürgerinneninitiative, die natürlich überhaupt kein formales Instrument ist, aber die zeigen kann, wie groß und wie im Wachsen begriffen der Widerstand ist. Und die hat wirklich innerhalb weniger Stunden schon 300.000 Unterschriften gehabt. Und ich darf auch hier auffordern, in dem Raum, betätigen Sie sich, betätigt euch als Handelshemmnisse, weil wir sind dann nämlich die Handelshemmnisse, die den Freihandel, die Handelshemmnisse sollen ja ausgeräumt werden mit diesen Abkommen und wir wollen gern alle Freihandelshemmnisse sein und unterschreiben wir diese Initiative und betätigen wir uns auch anderweitig. Weil das hat eben nicht, es hat eben auch ganz stark, weil ich eigentlich über Landwirtschaft reden soll, auch ganz stark mit Landwirtschaft zu tun. Wir haben eine Struktur in der europäischen Landwirtschaft, die noch relativ
obwohl es bei uns auch die 1000 Hektar Betriebe gibt, die noch relativ klein strukturiert ist, im Durchschnitt ca. 13 Hektar und in den USA sind es 170. Und das ist allein schon eine Ausgangslage, wo wir sagen, die wenigen Errungenschaften, die wir haben in einer gemeinsamen europäischen Agrarpolitik, die es versucht, eine kleinbäuerliche, eine resiliente, nachhaltige Landwirtschaft zu fördern, die werden mit TTIP auch noch unter die Räder kommen. Nur zur Info gleich, also es gibt am Infotisch da hinten, liegen Listen auf, wo man gleich unterschreiben kann, online. Es geht eine Liste durch auch gleich, vielen Dank. Und es gibt auch Sticker hinten, wie auch dieses Handelshemmnis, dass man sich gleich auch draufkleben kann, was man will. Ich habe auch schon einen Sticker hier bekommen. Ich habe noch keinen da oben, aber das mache ich nachher. Okay, ich glaube, wir machen jetzt einen Sprung, nachdem die Zeit sehr voranschreitend, werden wir jetzt über positive Sachen wieder sprechen. Genau. Und kommen zum Begriff Ernährungssouveränität, würde ich sagen. Ich habe ja vergessen, dich vorzustellen. Irmi ist Teil der Organisation La Via Campesina. Das ist eine globale Bewegung von Kleinbäuerinnen und Landlosen. Und die ist mittlerweile wie stark? Mehrere 100 Millionen Menschen. Das ist schwierig, ganz genau festzustellen, weil es in vielen Ländern des globalen Südens jetzt keine Mitgliedsregister gibt, wo sich jeder eintragen muss. Aber es wird ca. 250 Millionen Menschen. Mich begeistert das halt immer, wenn man sich denkt, okay, wo sind die ganzen Leute, die was machen? Da ist eine Bewegung mit über 200 Millionen Mitgliedern und das ist ganz fantastisch. Und diese Bewegung hat eben den Begriff Ernährungssouveränität geprägt und vielleicht kannst du uns nochmal erzählen, was dieses Alternativkonzept und auch die Praxen, die damit zu tun haben, bedeuten. Ja, ich meine, Uli Brandt hat sie auch schon am Anfang erwähnt. Wir sehen uns auch mit der Ernährungssouveränität quasi als Teil einer Bewegung, die eine sozial-ökologische Transformation vorantreiben will. Und dieses Konzept, das klingt ja auch sperrig, Souveränität, so denken wir an Nationalstaaten und so weiter. Und das ist uns ganz wichtig, das ist eine globale Bewegung, eine solidarische Bewegung, die nichts damit zu tun hat, dass Menschen quasi in ihren eigenen Umgebungen nur auf ihr eigenes gutes Leben sich besinnen sollen, sondern ja schon, lokale Kämpfe, lokale Veränderungen, lokale Alternativen aufbauen, aber gleichzeitig global solidarisch sein und einander unterstützen in dem Aufbau von den Alternativen. Und Raj Patel, das ist ein britischer Wissenschaftler, der im Bereich der Ernährungssouveränität auch schon einiges geschrieben und geleistet hat, der hat gesagt, Ernährungssouveränität ist wie ein großes Zelt, wo eben diese vielen globalen Alternativen und Kämpfe im Bereich Landwirtschaft darunter passen. Also da geht es um Saatgutsouveränität, da geht es um Zugang zu Land, da geht es um alternative Wertschöpfungsketten aufzubauen, lokale Wertschöpfungsketten, um Agrarökologie. Aber alles, über all dem steht also das Prinzip, dass es geht um eine grundlegende Relokalisierung und Demokratisierung des Ernährungssystems. Also Menschen, die die Lebensmittel produzieren und die diese auch essen, die an der Verarbeitung beteiligt sind, die müssen diejenigen sein, die die Regelungen im Bereich Landwirtschaft und Ernährung bestimmen können und nicht multinationale Konzerne, globale Institutionen, die nicht legitimiert sind wie die Weltbank etc. Und eben über Freihandelsabkommen, völkerrechtliche Verträge, die dann wirklich nichts mehr mit der Realität von Menschen, die Lebensmittel erzeugen und essen, zu tun haben. Also das ist sozusagen das grundlegende Prinzip von Ernährungssouveränität. Und weil du gesagt hast, was Positives, also ich sehe auch den Widerstand als was Positives. Wir haben sozusagen in dieser globalen Bewegung für Ernährungssouveränität auch die Prinzipien, also quasi einen strategischen Dreischritt zu machen. Das ist also einerseits Widerstand zu leisten, resist, andererseits transform, ein System umzubauen und andererseits Bildalternativen aufzubauen. Also und wir sind der Überzeugung, wir müssen immer auf all diesen drei Ebenen arbeiten. Es hat keinen Sinn, nur Widerstand zu leisten gegen Gentechnik, gegen Climate Smart Agriculture, das ist das neue, das ist das Pendant im Bereich Landwirtschaft, das die nächste Grauslichkeit, also wie biosynthetische Methoden im Bereich Technologie, das ist Climate Smart Agriculture, also dagegen Widerstand zu leisten. Andererseits aber eben auch das, wo wir auch nachher mit Protagonistinnen sprechen werden, solidarische Landwirtschaft aufzubauen, Food Corps aufzubauen, Möglichkeiten, sanfte Technologien zu entwickeln in der Landwirtschaft etc., also das auch zu verändern und auch unsere politischen Systeme zu unterwandern und zu verändern. Also das sind all diese Bereiche und da arbeiten wir global und auch in Österreich schon viele Jahre und die Bewegung ist auch hier, so wie die Klimabewegung, im Wachsen und auch die Ernährungssouveränitätsbewegung versteht sich auch als Teil der Klimabewegung, Climate Justice Bewegung oder als solidarisch mit ihr und verknüpft und
verwoben. Genau, und wir hatten auch ein erstes österreichweites Treffen im April von dieser Bewegung mit mehreren hundert Menschen am Schloss Goldegg. Und es gibt überall Lokal- bzw. Regionalgruppen in den Bundesländern, so auch hier bei uns. Und da kann ich gleich das nächste Treffen ankündigen. Das findet am Mittwoch, dem 5.11. um 18 Uhr statt in Gmota. Da kann man Menschen kennenlernen, die sich für eine Demokratisierung des Ernährungssystems einsetzen. Und im Anschluss gibt es auch einen Stammtisch für einen sehr neuen Stammtisch für Biogärtnerinnen. Und da wird die Schwerpunktfrage gestellt, wie man zu Land in Graz kommt, um gemeinschaftlich Gemüse und weiteres anbauen zu können. Genau, und da darf ich vielleicht noch anschließen, wer den Weg nach Wien auf sich nehmen will. Im November gibt es im WUK dann sozusagen die Nieleni-Herbstgespräche. Ich glaube, es ist am 18. oder 19., habe ich jetzt nicht ganz im Kopf. Also da wollen wir versuchen, also auch weiter, auch strategisch zu arbeiten. Wie können wir diese Bewegung stärken? Wie können wir sie verbreitern? Und wie können wir uns gegenseitig in unseren verschiedenen Regionen in Österreich bei unseren Projekten, Initiativen und Alternativen unterstützen? Webseite dazu www.ernährungssouveränität.at. Da bekommt man alle weiteren Infos. Vielen Dank, Irmi. Jetzt kommen Gerne. Wir zu den Alternativen. Genau, danke. Und haben gleich zwei Biobäuerinnen auf der Bühne. Nämlich die Uli Klein und Anna Ambrosch von der Kleinen Farm und dem Betrieb Biofuchs. Und wir werden ganz kurz sprechen, nachdem die Zeit schon sehr fortgeschritten ist, über zwei Projekte solidarischer Landwirtschaft. Eines gibt es schon seit mehreren Jahren und eines wird nächstes Jahr entstehen. Und zwar, dass es schon länger gibt, ist die kleine Farm Gelawi. Und Gelawi steht für gemeinschaftsgetragene Landwirtschaft. Vielleicht kannst du uns ganz kurz erklären, was man darunter verstehen kann. Ja, also ich freue mich sehr, dass ich heute wieder beim Elevate am Podium sein darf. Das vor drei Jahren habe ich eben damals mit einer Ernteanteilsnehmerin der ersten Stunde und Mitbegründerin der Gelawi, mit der Karin Schuster, das Konzept der gemeinschaftsgetragenen Landwirtschaft erstmals vorstellen dürfen. Und seitdem hat sich sehr viel zum Positiven entwickelt. Wir haben damals 15 Haushalte mit unserer Ernte versorgt, inzwischen sind es über 100. Und die gemeinschaftsgetragene Landwirtschaft ist ein Konzept des kooperativen Wirtschaftens. Wir haben das Konzept in Kalifornien kennengelernt und auch dort praktiziert und dann sozusagen nach Österreich mitgenommen, nachdem wir unseren Hof gegründet haben. Und die Idee ist, dass man sich als Landwirt unabhängig macht vom kapitalistischen Marktwirtschaftssystem, dass wir eben unsere Ernte nicht mehr nach Kilopreisen verkaufen müssen oder nach Stückpreisen, sondern dass wir eben die Kosten ermitteln, die wir brauchen, um für ein Jahr wirtschaften zu können und die Gemeinschaft der Menschen, die uns unterstützt, diese Kosten tragt und da eben nicht nur unseren Hof, unsere Kosten vorfinanziert, sondern auch gemeinsam mit uns Verantwortung und auch das Risiko der Ernte übernimmt. Und dafür wird diese Gemeinschaft eben für 30 Wochen versorgt. Und das erlaubt uns auch es wird eine Art des Wirtschaftens auch unterstützt, die sich auch im Anbau niederschlägt. Also es befreit uns davor, dass wir mit Hybridsorten zum Beispiel arbeiten müssen, sondern wir können auf das verzichten und arbeiten mit samenfesten Sorten, die ertragsschwächer sind. Aber das ist ja möglich, weil eben eine Gemeinschaft hinter uns steht, die das unterstützt. Wie kann man sich das in der Praxis vorstellen, wenn man Teil dieser Gelawi ist? Wie kommt man zu seinem Essen? Wie gibt es da gemeinsame Aktivitäten dann von den Produzentinnen und Konsumenten? Ja, also das ist, ich finde das Schöne, die Stärke an der gemeinschaftsgetragenen Landwirtschaft, dass sich diese Produzenten-Konsumenten-Verhältnis einfach sehr verändert, dass man viel näher herantritt, dass wir näher an unsere Gemeinschaft treten, aber auch die Gemeinschaft irgendwie viel mehr, eine ganz viel engere Beziehung eingeht, viel mehr Verantwortung übernimmt, wie ein Konsument normalerweise tut. Das heißt, die Menschen können bei uns im Hof mithelfen, sie selber in Verbindung bringen mit ihrer Nahrung und mit dem Lebensträger Boden. Wir haben auch Hofnachrichten, die wir wöchentlich mitschicken mit den Ernteanteilen und so können wir auch unsere Sorgen teilen und ich glaube, dass einfach unsere Ernteanteilnehmer dadurch mehr informiert sind über die Sorgen und über die Realitäten des Landwirtschaftens. Und für mich ist es total schön, dass sie einfach Freundschaft entwickelt hat, dass sich die Gemeinschaft auch untereinander, dass die Gemeinschaft untereinander auch näher rückt. Und und wir haben auch Aktivitäten am Hof, wo die Ernteanteilsnehmer kommen und wir einfach Jahreskreisfeste feiern oder auch einfach nur gemeinsam essen. Und da finde ich, muss ich wirklich herausheben, dass sie, vielleicht ist es auch als Zufall, dass Gott ist und ich, wir haben eine internationale Partnerschaft sozusagen. Die Sprache am Hof ist auch auf Englisch und sind auch manchmal andere Sprachen, die gesprochen werden. Und irgendwie hat sich da sehr eine internationale und bunte, vielfältige Gemeinschaft um unseren Hof herum gebildet, und so dass wir echt
das schätzen, dass unser Hof irgendwie auch so ein Ort der Begegnung geworden ist, wo urbane, internationale Menschen auf die ländliche Bevölkerung trifft und wo einfach viel Toleranz und Kommunikation gelebt werden kann dadurch. Danke für das großartige Projekt, Uli, das sich da entwickelt. Ich bin ja auch Teil davon und esse das Essen jede Woche, muss ich zugeben. Also nicht unparteiisch, keinsterweise. Und es macht sehr viel Spaß und schmeckt köstlich und ist nur total weiter zu empfehlen natürlich. Wenn man noch mehr Infos zu dem Projekt haben möchte, www.kleinefarm.org. Ja, Anna, ihr seid mit einem Betrieb ganz nah an Graz, gell? Und ihr wollt nächstes Jahr auch ein ähnliches Projekt starten. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen darüber. Also wir sind aus der Gemeinde Keimbach, das ist quasi das Stiftingtal hinaus. Und ich habe den Hof heuer mit 1. April übernommen. Wir sind eigentlich schon ein Biobetrieb seit 20 Jahren und unseren Hof wird es am 1. April 2016 50 Jahre geben. Und deswegen ist das Ganze startet nächstes Jahr mit 1. April 2015 unsere Galerie vom Biofuchs. Weil wir uns auch ganz viel mit samenfesten Sorten beschäftigen, sehr nahe eigentlich schon am Kunden sind oder an unseren Partnerinnen, aber das einfach noch wesentlich mehr wollen. Wir arbeiten in einer sehr schwierigen Lage, also es ist alles steil und wir arbeiten mit sehr viel Handarbeit. Und deswegen sehe ich einfach auch, dass wir mit dem aktuellen Wirtschaftssystem auf dem Bauernmarkt fahren und im Hofladen sein und Kistel verteilen, einfach enorm an unseren Grenzen sind und dass wir einfach was Neues entwickeln, einfach, dass die Gesellschaft sich auch ändert, soll unser Hof noch in 50 Jahren Biogemüse und gute Lebensmittel für Graz produzieren. Und deswegen starten wir nächstes Jahr. Es gibt da erste Informationen und wir werden im Februar und März jeweils eine Führung am Hof machen. Und ja. Cool, danke Anna. Ich hoffe, diese Sachen interessieren einige von euch und auch unsere Zuhörerinnen und Zuseherinnen. Da gibt es morgen nämlich, wenn so ein Interesse geweckt wurde, ein Infotreffen bzw. Workshop um 9.30 Uhr hier im oberen Stockwerk und da kann man dann im Detail noch erfahren, wie man mitmachen kann bei diesen Initiativen. Vielen Dank, Uli und Anna, fürs Teilnehmen Danke. Heute. Bitte David Steinwender auf die Bühne. Ja, wir haben nur mehr wenige Minuten und den Abschluss bildet jetzt ein Gespräch von mir mit David Steinwender, Grazer Aktivist und Netzwerker, würde ich jetzt mal auf die Schnelle sagen, der einen sehr guten Überblick hat, was es für Mitmachmöglichkeiten in Graz gibt, welche Initiativen in diesen sozial-ökologischen Bereichen gute Arbeit machen, am Entstehen sind oder bereits seit Jahren aktiv sind und wo man da mitmachen kann. Vielleicht magst du uns da ein bisschen einen Überblick geben oder so die Projekte, die du am coolsten findest, vorstellen, ganz kurz. Ja, die Auswahl ist mir eigentlich eher nicht leicht gefallen, weil es eigentlich auch darum geht, es gibt sehr viel in Graz und ich würde es nicht nur an dem Thema sozioökologische Transformation nehmen, sondern Projekte, die einfach eine andere Geschichte erleben, einen anderen Moment, eine andere Kultur schaffen. Ich muss nur ganz kurz unterbrechen, falls, was ich vorhin Leute von den jeweils erwähnten Projekten im Raum sind, bitte aufzeigen oder kurz aufstehen, weil mit denen kann man natürlich in der Pause super ins Gespräch kommen, wenn man sich dafür interessiert, mitzumachen. Also ich habe das jetzt einmal so in vier Kategorien eingeteilt, so in Räumlichkeiten, die von mehreren genutzt werden, in Initiativen, in Events, die regelmäßig stattfinden, wo ich mir denke, dass man solche Inhalte reinbringt und wirklich auch Bewegungen, die in Graz existieren und teilweise von internationalen Bewegungen, von internationalen Charakter sind. Von Open Spaces ist natürlich ganz klar das Spektral zu nennen, das für mich einfach ein offener Raum ist, wo Veranstaltungen stattfinden, wo offener Platz für Diskurs ist, wo es eine Küche gibt, 3D-Druck, Werkstatt, Kmota, ähnlich aufgebaut wie Spektral, bietet auch Räumlichkeiten, die man nutzen kann. Dort ist auch eine eigene Saatgutbibliothek, Stichwort Ernährungssouveränität. Es gibt eine Fahrradküche in Graz, als autonomen oder als Do-it-yourself-Werkstatt, Schwarze Radieschen als Infoladen. Zum Thema Ernährung, es gibt eben CSAs, es gibt Foodcop, Bauernmärkte, viele Gemeinschaftsgärten, die alle vor allem auch Unterstützung brauchen, weil der Gemeinschaftsgarten braucht ja auch sehr viel Arbeit und Netzwerkarbeit vor allem. Aber
Ich finde auch eben Events wie das, was zum Beispiel am Sonntag stattfindet, das mit der Krypto-Party oder Barcamps, wo einfach Menschen zusammenkommen und auch dort die Inhalte befüllen können, die zu einer sozioökologischen Transformation führen. Auch im Spektral gibt es immer wieder dieses Repair-Café, wo man der geplanten Obsoleszenz irgendwie entgegenwirken kann und Dinge selber reparieren. Es gibt Volksküchen, Potlucks, wo wir jetzt von der Transition-Gruppe auch versuchen, diese zu vernetzen, dass das auch Anlaufort sein wird, damit sich Menschen vernetzen können, Anschluss finden. Da ist ein nächster Termin nächsten Dienstag um 12 Uhr auf der ÖH. Also wir versuchen auch natürlich jetzt sehr stark über die ÖH vor allem auch Studierende zu erreichen, weil wir vor allem jetzt bei der letzten TTIP-Demo eine sehr, sehr gute Dynamik dazu entwickelt hat. Es gibt die Critical Mass, die einfach das Thema Verkehr thematisiert. Es gibt den Landwirbel und zahlreiche Bewegungen wie Occupy Stadtpark, Rettet die Mur, Rettet die Schwarze Sulm, die gegen eine nicht legitimierte Top-Down-Politik versucht entgegenzusetzen. Ich habe damals mit Open Space versucht, im öffentlichen Raum aufzumachen. Es gibt auch eine Recht auf Stadtbewegung. Weil vorher das Thema Wohnen angesprochen worden ist. Es gibt auch in Graz eine Initiative, die heißt Gemeinschaftlich Leben. Da kann ich noch einen Link geben, weil es gibt eine eigene Website, wo man versucht eben zu vermitteln. Und die Ernährungsgrundnetzbewegung Transition, Südwind ist sehr aktiv. Also das sind jetzt einfach nur ein paar Namen, die aktiv sind, wo man mich noch genauer fragen kann und ich auch Kontakte geben will. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass eben das Elevate oder wie auch dein Festival des Crossroads einfach genutzt wird, sich vielleicht nach der Veranstaltung zusammenzusetzen und einfach was anzustarten, weil der kritische Moment, der hier ist, vor allem auch mit den internationalen Gästen, bietet auch sehr viel Möglichkeit, sich auszutauschen und wie man auch tatsächlich die sozioökologische Transformation auch von unten herab. Also Uli Brandt hat es ja gemeint, dass man auch in den Initiativen, aber es gehört immer beides, in den Institutionen, aber auch eben die Grundlage für was Neues schaffen wir eigentlich wir als Menschen, als Betroffene. Vielen Dank, David. Ja, ich bin auch immer wieder begeistert, wie viel es in Graz schon gibt. Das war ganz anders noch, wie wir 2005 mit dem Elevate begonnen haben. Da ist so viel entstanden, das hat sich vervielfacht auf jeden Fall und das begeistert mich immer wieder. Es ist so, ja, wie der David schon gesagt hat, kommt es vielleicht mal kurz raus. Wir sind jetzt am Ende angelangt. Wenn es von euch Leute gibt, die sich denken, okay, ich habe Zeit, ich möchte gerne irgendwo cool mitmachen. Und David fallen, wie man schon gemerkt hat, tausende Sachen ein und man kann mit ihm reden. Und die Food Corp hast du kurz erwähnt. Es sind, glaube ich, Leute von der Food Corp auch hier. Der Kollege hinten, der aufzeigt. Die Food Corp ist neben den CSAs eine weitere super Möglichkeit, um sich mit coolen, regionalen, saisonalen Lebensmitteln zu versorgen. Und die will sich auch wieder vergrößern und da gibt es auch ein Herbstfest, wo man sich informieren kann am 31.10. um 17 Uhr, vielleicht noch genauer informieren, das ist im Food Corp Lager, dann hinten beim, mit den Kollegen noch sprechen. Dann seid ihr noch vielleicht, also die ganzen Initiativen, die wir aufgezählt haben, werden wir auch in einer konsumkritischen Stadtrundfahrt mit dem Rad besichtigen am 15.11., das ist ein Samstag um 12 Uhr, wir starten beim Spektralen am Lenzke 45. Und wollen so die wichtigsten Spots, die irgendwie eine Alternative sein können, herzeigen, damit das nicht nur jetzt auf einer Liste so erscheint, sondern auch tatsächlich gesehen werden kann und auch auf das Projekt Transformap, wo es morgen die Möglichkeit gibt, auch solche Initiativen auf eine Karte einzutragen, wird oben ein Laptop stehen, dann werden auch diese ganzen Initiativen sichtbar. Also, dass es nicht nur auch nach dem Festival nachgesehen werden kann, was es in Graz auch gibt. Die macht sie auch im Rahmen des Festivals noch am Sonntag einen Stadtrundgang, soweit ich weiß. Genau. Und zwar am Sonntag um 17 Uhr werden zwischen, also vom letzten Programmpunkt hier und vor den Elevator Awards uns vier Initiativen anschauen. Das eine ist Lebensmittelretten, wo es genau vom Forum Stadtpark einen Verteiler gibt. Dann werden wir uns dem Thema Urban Gardening ein bisschen anwenden und auf der Uni auf unseren Unigemeinschaftsgarten, den Atemsgarten, hinweisen. Wir werden ein Gespräch mit Occupy Stadtpark haben, auch zu dem ganzen Recht auf Stadt und Privatisierung des öffentlichen Raums und auch ein konsumkritisches Thema zum Thema Kleidung. Woher kommt unsere Kleidung? Was passiert eigentlich damit? Sehr cool. Der startet hier vor dem Forum Stadtpark.
Also am Sonntag ist es ohne Rad, am 15.11. ist es mit Rad. Gut, dann sind wir zum Ende gekommen. Bitte geht's und radelt mit und interessiert euch und werdet aktiv, so ihr das nicht schon seid, im Sinne einer positiven sozial-ökologischen Transformation. Hier geht's weiter in einer halben Stunde mit dem Thema Media and Technology, ein Thema, das wir auch schon behandeln seit 2005, extrem wichtig und auch verbunden mit diesen Themen von dieser Veranstaltung jetzt. Vielen Dank für die Teilnahme, vielen Dank an euch alle, die auf der Bühne wart und an die Menschen noch einmal, die zugeschaltet waren. Und ich freue mich, wenn ich euch noch weiter im Laufe des Festivals zu sehen bekomme.